Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich möchte mich heute mal kurz bei euch melden bezüglich meines letzten Videos. Das letzte Video war ja Weihnachtswichtelaktion und ich bin total happy, wie viele Karten ich schon von euch bekommen habe. Es sind total wunderschöne, ganz, ganz viele Karten bei mir eingegangen. Ihr habt euch da so richtig ins Zeug gelegt und wirklich ganz, ganz toll gebastelt für mich und ich möchte mich da ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Aber es sind jetzt schon ganz schön viele Karten und deswegen habe ich das Video am Mittwochnachmittag rausnehmen müssen, weil ich habe jetzt, also Mittwoch, Stand Mittwochabend, waren die Karten bei 307 Karten und ich habe ja eigentlich nur ungefähr 90 gebraucht und ja, ich glaube, es sind immer noch welche auf dem Weg zu mir, von dem her ist es wahrscheinlich noch nicht der Endstand der Karten. Aber ich habe jetzt da einfach einen Stopp machen müssen, weil es sonst zu viel wird. Ich bin im Gespräch mit einem anderen Pflegeheim, mit einem anderen Altenheim und Pflegeheim und werde da auch noch fragen, ob ich da die restlichen Karten hingeben darf. Und ich habe auch noch zwei, drei andere Ideen, also noch ein weiteres Heim. Und was ich auch sehr schön fände, wäre zum Beispiel die Sozialstation, wenn man da Karten mitgeben könnte. Und das muss ich aber alles abklären. Und deswegen, also ich versuche diese Riesenzahl an Karten gut unterzubringen und muss aber jetzt stoppen und sagen, dass es reicht von den Karten. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so, so viele Karten werden und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr habt mir so schöne Karten geschickt, extra gebastelt oder ihr hattet noch welche. Ich habe eine riesengroße Lieferung bekommen. Also ich habe einmal ein ganzes Paket voll Karten bekommen. Da waren über 50 Stück von einer einzigen Person drin. Also Wahnsinn! Ich habe von ganz vielen von euch gleich 10 Karten geschenkt bekommen oder noch mehr. Also, und einmal glaube ich so knapp 30. Also es waren riesengroße Lieferungen dabei und ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gehofft, dass es so 80 Karten wären und dass ich den Rest selber bastel. Und ja, aber wirklich, also wirklich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön von mir. Und ich bin mir sicher, dass eure wunderschönen Karten die Menschen sehr erfreuen. Und ich würde es so machen, durch diese große Zahl kann ich jetzt leider auch kein Video machen. Das tut mir echt leid, aber ich kann nicht alle Karten zeigen und nur einen Teil zu zeigen, finde ich, wäre unfair. Von dem her würde ich es jetzt so lassen. Ich mache dazu kein Video mehr. Also am 8.12. geht dann kein Kartenvideo von euch online. Das tut mir sehr leid für die wo das gerne gehabt hätten. Aber ich hoffe, ihr versteht es, dass es einfach, also bei im Moment 307 Karten, aber es wären noch mehr, denke ich, ist das einfach zu viel. Das wäre auch ein viel zu langes Video für euch und genau, wie gesagt, nur einen Teil zeigen wollte ich auch nicht und von dem her wird es jetzt einfach so sein, dass ich mich jetzt hier an der Stelle recht herzlich bei euch nochmal bedanke, aber dass dazu kein Video mehr kommt. Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf meinem Blog auf dem Laufenden halten, wie viele Karten es dann am Ende geworden sind, wo ich die hinspende, das schreibe ich da auf jeden Fall rein, also damit ihr das auch wisst, wo eure Karten landen und ja, vielleicht kann ich noch ein Foto machen von allen Karten, so auch von mir ist eingepackt oder in den Kartonen, wie sie jetzt gerade dastehen, dass ihr mal seht, was das für eine Menge an Karten sind. Also wirklich, Hut ab! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so viele Karten wären, also bombastisch. Ja, und jetzt wollte ich noch ein kleines bisschen dazu erzählen. Also ich habe von euch da auch total liebe Briefe bekommen und auch für das möchte ich mich so sehr bei euch bedanken, weil das so schön ist. Also ich habe ganz viele Briefe von älteren Menschen bekommen, die gerne basteln und von Omas, die mit ihren Enkeln basteln und von Babysittern, die mit Neffen und Nichten basteln und das war so schön, weil ich finde, das verbindet ja auch, also wenn man dann mit jemand anders noch basteln kann und dass die Kinder sich auch so freuen und mitbasteln, das finde ich ganz besonders schön und ich hätte auch ganz gerne die Kinderkarten gern gezeigt, aber wie gesagt, vielen Dank, liebe Kiddies, dass ihr mitgemacht habt. Das freut mich total und das finde ich so schön. Und eure Karten sind auch wunderschön geworden. Also ich finde es einfach total schön, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Basteln. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, dass die Karten gut angenommen werden und sich die Menschen darüber freuen. Außerdem habt ihr von überall her mitgemacht. Also von der Schweiz habe ich Karten bekommen, von Österreich und von deutschlandweit. Also das finde ich auch total toll, dass da von sämtlichen Gegenden die Karten zu mir gekommen sind und da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, wie gesagt, also diese lieben Briefe von euch, die haben mich auch sehr berührt. Das fand ich auch sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ihr Lieben, jetzt ist halt die Aktion schon ein bisschen früher beendet, wie eigentlich geplant, aber
Ist auch schön. Also ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt wirklich so viele Karten zusammenbekommen haben, dass auf jeden Fall jeder Bewohner in dem St. Agnesheim eine Karte kriegt und noch vielen weiteren Menschen damit eine Freude gemacht werden kann. Und deswegen nochmal an dieser Stelle ein ganz großes herzliches Dankeschön von mir und ich freue mich auf euch in den nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.